Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist gerade bei mir eingetroffen die Blackbox Man. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blackbox Man ist quasi eine Tochter, eine Schwester, weiß ich gar nicht, von der Pinkbox. Man kann sie nämlich auf der Pinkbox-Seite bestellen. Und da kostet die, wenn du die im Abo nimmst, und ich habe die im Abo, 16,95 pro Box. Und 24,95 würde sie ohne Abo kosten, aber du hast immer mal wieder einen Gutscheincode, den du einlösen kannst. Zum Beispiel in diesem Fall Superman. Da bekommst du 8 Euro Rabatt, sprich, da kriegst du sie auch für 16,95. Aber da ich die mir sowieso immer bestelle, habe ich die einfach im Abo und dann kommt das immer wieder. Und dann kriege ich die dann direkt, wenn sie rauskommt und dann kann ich sie direkt vorstellen. Das ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, eine Beautybox für den Mann. Also Männer legen ja, also sollen und tun sie auch, immer mehr Wert auf ihr Äußeres. Nicht nötig diese ganze Bart-Thematik, sage ich mal, die jetzt ja auch sehr modern geworden ist, sondern auch durch das allgemeine Wohlbefinden. Ich meine, im DM gibt es jetzt auch so eigene Regale für Männer, eigene Aufsteller, eigene Bereiche, eigene wie auch immer abgegrenzte Geschichten, finde ich super witzig, aber es ist halt so, ne? Deswegen haben sich auch die Beautyboxen überlegt, die ja normalerweise eher so auf die Frauen ausgerichtet war, hey, wie cool wäre das eigentlich, eine Männerbox rauszubringen? Das haben jetzt einige schon gemacht, das macht die Glossybox, das macht auch die Pinkbox und ich bestelle mir die immer mal wieder. Das hier ist jetzt die Sommerversion und die ist ziemlich schwer. Also die war nicht nur schwer, weil wir halt im Karton auch noch dieses Produkt drin hatten, sondern ja, weil der Inhalt auch ziemlich schwer ist. Bei diesen Männer Boxen hast du auch vieles Full-Size mit drin und wir gucken einfach mal rein. So, Bier, ne? Köstritzer Kellerbier, naturbelassen und unfiltriert. Das ist einfach hier ein Bier, was mit dabei ist, was ich super witzig finde, dass du einfach mal eine Pulle Bier mit dabei hast. Keine Ahnung. Ja, kann man machen, muss man nicht. Auch bei der Pinkbox, Brigittebox, Barbarabox und so weiter hast du ja auch mal was zu essen oder zu trinken mit dabei, deswegen ist es in Ordnung. Frauen kriegen Sektchen und Männer kriegen eine Pulle Bier. Läuft. Ja, sehr geschlechterspezifisch hier unterteilt. Die Männer haben immer eine schwarze Beautybox bei der Blackbox Man. Das ist immer das gleiche Design. Du hast nie ein Special Design. Ich glaube, die Box erscheint 3 oder 4 Mal im Jahr. Und so sieht sie aus. Großer Karton. Wirklich größer. Er ist höher, er ist länger und wir machen ihn mal auf, okay? Genau. Hier haben wir dann direkt ein schwarzes Seidenpapier, ein Klebi, der das Ganze verschließt und immer das gleich beigefarbene Seidenschleifchen. Es kommt gar kein Duft raus. Also wir haben sonst immer gerne diese männlichen oder aquatischen Düfte, die da so rauskommen. Und dann öffnen wir die Geschichte mal. Ich sehe schon was. Okay. Männer haben nie so ein ganz langes, großes Heftchen mit Bildern. Und hast du nicht gesehen? Die haben einfach nur so ein Kärtchen, was man aufklappen kann. Und da sind dann kurz und knapp die Produkte beschrieben mit Preisen. Kein High-Detail. Und okay. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Es sieht schwarz aus, ne? Wie so oft. Wir beginnen mit dem ersten etwas verruchten Produkt, was wir tatsächlich auch schon in einer Beautybox für die Frau mit dabei hatten. Und zwar von Billy Boys haben wir hier einfach ein paar Kondome mit dabei. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Denn es wurde natürlich dadurch, dass die Frauen das mit in der Box hatten, etwas suggeriert, dass die Frau dafür zuständig ist, auf die Verhütung zu achten. So wird auch der Mann dazu angeregt, selber darauf zu achten. Finde ich gut. Wir haben hier drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stück. Ja, das ist von Billy Boy Skin Feel Everything, hautnah, ein latexfreies Kondom. Alle spüren für ultrasinnliche Momente und davon halt 8 Stück und das dann in so einem hübschen Säckchen Ei, wat, söhnt. Ja, kann man gut gebrauchen. gut, als nächstes haben wir hier, hatten wir glaube ich letztes Jahr auch um diese Zeit mit drin, von Sundance bei DM, Men 50 hochtransparentes Sonnengel, Sofortschutz, wasserfest, angenehmes Hautgefühl, Invisible Protection, also das ist einfach extra für den Mann ein
Sonnenschutz. Mein Freund braucht sowas tatsächlich nicht. Mein Freund ist, der sagt immer, er hätte in seiner Kindheit sehr viel Möhrensaft zu sich genommen. Das stimmt. Also er hatte einmal in seinem Leben Sonnenbrand und seitdem nie wieder. Also der hat wirklich eine super Haut. Der braucht in dem Sinne keinen Lichtschutzfaktor. Jedenfalls nicht 50, ne? Also braucht er einfach nicht. Er hat eine etwas dunklere Haut als ich. Also ich bin wirklich eine Kalkleiste neben ihm. Und das ist aber ein ganz gutes Produkt, weil es halt, ja, mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor ist, Leute. Ne? Also, ja, männlich, leicht alkoholisch, aber tatsächlich angenehm. Also nicht aufdringlich. Also von daher finde ich das ganz gut. Es wird nicht weißeln, weil es halt ein Sonnengel ist und keine Sonnenmilch oder sowas. Deswegen finde ich das auch ganz cool. Wie gesagt, wir brauchen es hier in diesem Hause nicht, aber wir haben dafür auch immer wieder dankbare Abnehmer. So, als nächstes habe ich hier dieses Produkt und zwar... ein klares Sonnenspray, auch wieder von Sundance. Das ist jetzt quasi das gleiche, nur mit Lichtschutzfaktor 30 und als Spray. Ja gut, also per se ganz nett, aber ich verstehe jetzt nicht, warum jetzt auch sogar von der gleichen Marke zwei sehr, sehr ähnliche Produkte drin sind. Also das finde ich ein bisschen, naja. Andererseits, Sonnenspray ist natürlich super praktisch, super cool, kannst du aufsprühen, ist viel, viel leichter. Ich persönlich verwende tatsächlich auch lieber Sonnensprays als Sonnenlotion, weil man da auch einfach besser an den Rücken kommt und so weiter. Ja. Ist aber halt, ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ich weiß nicht. Als nächstes haben wir von, Ortim, ein Terrazym-Gel, Pflege und Erholung strapazierter Muskeln und Gelenke. Das ist eigentlich ganz gut. Da sind 100 Gramm Gel enthalten, steht hier hinten drauf. Ja, ne, wenn man Sport macht, das ist eine ganz gute Geschichte. Wenn man danach halt so ein bisschen Pflege auch bekommt, doch, das ist ganz gut. Ne? Ich denke, das wird sowas Ähnliches wie Voltaren sein. Müssen wir auf jeden Fall mal austesten. Ich meine auch, dass wir sowas schon mal drin hatten. Ich weiß nur nicht, ob er das schon mal verwendet hat. Zur äußerlichen Anwendung 1 bis 2 Mal täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen und einmassieren zur Pflege und Erholung strapazierter Muskeln und Gelenke. Schnell spürbar, angenehm, wohltuend. Ich hoffe nicht, dass es so ein erwärmendes Gel ist, weil das mag er nicht so unbedingt. Aber das ist natürlich auch ein Produkt, was auch eine Frau ganz normal verwenden kann, klar. Ne? Gut, das ist mit Menthol, das heißt, es wird dann eher kühlend sein. Jo, ist nicht verkehrt. Und jetzt gerade bei den aktuellen Temperaturen ist man doch etwas mehr draußen und macht dann vielleicht auch etwas andere Bewegungen, wenn man zum Beispiel im Garten ist, Unkraut zupfen und so weiter, Bäume umpflanzen, der übliche Wahnsinn, dann kann es gut passieren, dass man da auch mal vielleicht ein bisschen Muskelreizung hat. Wenn ich so dran denke, als ich letztens im Garten war, ich habe immer noch ein bisschen Muskelkater davon. Hätte ich gut gebrauchen können. Ich habe mir da tatsächlich Voltaren drauf gemacht. Gut, dann haben wir als nächstes ein Produkt von Rituals. Da freue ich mich immer drüber, wenn es drin ist, weil Rituals ist eine tolle Marke. The Ritual of Samurai und das ist ein Duschschaum mit Organic Bamboo and Sandalwood. Also das riecht einfach gut, ne? Das ist so ein typisches Produkt. Ja, ich mag den Duft von Rituals of Samurai sehr, sehr gerne. Und mein Freund halt auch. Doch, ich denke, darüber wird er sich freuen. Und wenn er sich nicht darüber freut, weiß ich schon, wer sich sonst darüber freut. Genau. Dann haben wir hier, und das finde ich super, ich finde alles super, ne? Ich bin leicht zu begeistern. Kaum. Aber wenn man bedenkt, dass man 16,95 für die Box ausgegeben hat, Leute, und dann so coole Produkte bekommen, die so groß sind und so, ich weiß nicht, den Anschein erregen, als hätten sie halt auch einen wirklich deren Wert. Und ich glaube, die Produkte haben sogar auch diesen Monat einen Wert von über 60 Euro. Ey, das lohnt sich, ne? Okay, Nivea Men Sensitive, eine intensive Feuchtigkeitscreme, pflegt und beruhigt empfindliche Haut. Das ist klasse, das gefällt mir, das ist halt gerade eine gute Geschichte, weil gerade im Sommer sind auch Männerhütchen etwas trockener unterwegs. Und Nivea Men ist halt auch eine gute Marke. Gegen Brennen, Rötung, Trockenheit, Spannungsgefühl und Juckreiz finde ich klasse. Und das müsste in so einem ganz üblichen, Entschuldigung, Tiegel kommen. Ja, ist natürlich auch echt hübsch, ne? Ich mag das. Ich denke, mein Freund wird es auch mögen. Das finde ich gut. Und Nivea riecht auch so gut. Und auch Nivea Men riecht so gut. Doch, doch. So, hier haben wir schon das letzte Produkt in der Box und das finde ich super interessant. Und zwar haben wir hier von Sebamed Anti-Haarverlust Intensivschaum und für alle Haartypen steigert das Haarwachstum, mehr Haardichte, sichtbare Ergebnisse nach 3 Monaten.
das kann doch wohl fast jedermann sehr, sehr gut gebrauchen. Denn ich glaube, je mehr Testosteron ein Mann hat, desto weniger Haare hat er irgendwann auf dem Kopf. Ich glaube, so war das doch, ne? Und ja, das ist dann halt ein Produkt für Männerhaare, damit die Haare halt nicht so ausfallen. Anti-Haarverlust erblich bedingt. Also wenn du erblich bedingt einen Haarausfall hast, dann soll das funktionieren. Das wäre ja mal eine interessante Kiste. Ich frage ihn mal, ob er das gebrauchen kann und will. Den Schaum nur auf trockenem Haar und trockener Kopfhaut anwenden. Tragen Sie den Schaum zweimal täglich, morgens und abends, auf die betroffenen Stellen der Kopfhaut auf. Pro Anwendung verwenden Sie immer eine halbe Kappe und maximal eine Kappe pro Tag. Unabhängig von der Größe der betroffenen Stellen und der Kopfhaut, verwenden Sie bitte nicht mehr als die empfohlene Menge an Schaum. Ich kann mir echt vorstellen, dass manche sich das dann wirklich richtig derbe draufknallen, so nach dem Motto, viel hilft viel, aber das hast du bei diesen Produkten halt gerade nicht. Mhm. Sebamed ist auch eine sehr, 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 sehr coole Marke, finde ich. Also ich mag's. Ich sammle die ja immer ganz gerne für meine Mama. Und sowas ist halt ein Produkt, das kannst du halt auch wiederum unisex verwenden. Ne? Also auch wenn du als Frau erblich bedingten Haarausfall hast, kann man das dann entsprechend anwenden. Das finde ich ganz gut. Ja, das ist halt einfach so eine Aluminiumdose und hier oben hast du dann entsprechend den, ja, da kommt es raus. Also ich finde, es hat sich mal wieder echt gut gelohnt. Für 16,95 hast du ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man sich nicht beschweren. Ja, von mir kriegt die Box einen Daumen nach oben und ich hoffe, dass du dieses Video auch mit einem Daumen nach oben bewertest. Das würde mich mega freuen. Ihr Lieben, ne? Das war's und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!